Moin. Moin, Michi. War bei dir gestern auch länger, wenn ich mir das so anschaue. Ja, ja, ich, also, ich habe im Moment sehr, sehr launige Feierabende mit was, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und zwar. Saufen. Ja, und zwar betrinke ich mich dauernd. Ich hätte nicht gedacht, dass Alkohol so viel Spaß machen kann. Nein, ich spiele Mass Effect Andromeda, aber im Multiplayer. Was? Ja, ich weiß, ich gehöre zu denen. Und zwar mit Maurice, der ja normalerweise, also ich finde ja nie ein Spiel, das ich mit Maurice spielen kann, weil der ja immer nur Strategie zockt, so Skirmish-Matches. Und jetzt haben wir einen Shooter gefunden, den wir zusammen spielen können. Und Maurice ist ja kein großer Freund von dem Singleplayer, weil ihm das alles irgendwie anödet. Aber dieses Shooter-Gameplay macht ihm Spaß. Okay. Und genau deshalb spiele ich auch diesen Multiplayer so gerne. Wir sind, sind so eine Vierertruppe noch mit Elena und meinem Mitbewohner. Und wir machen im Prinzip nichts anderes, als durch diese Multiplayer-Arenen laufen und Gegner wegkillen. Also so ein Horde-Modus über Gears of War. Ja. Und das ist echt cool. Also es macht Spaß. Es ist immer wieder das Gleiche und man kann seine Fähigkeiten verbessern. Ich hatte es mit Julius ja auch mal kurz angespielt. Ich hatte das ganz viel beim dritten Teil gespielt und dachte irgendwie so... Es ist auch vergleichsweise öde, also rein auf dem Papier. Und den wird wahrscheinlich nicht lange jemand spielen, ähnlich wie den Multiplayer von Dragon Age Inquisition, den ich auch cool fand. Aber gerade deshalb ist es so eine launige Feierabendunterhaltung. Ich spiele normalerweise immer Rainbow Six oder Battlefield. Und gerade bei Rainbow Six, das ist halt wirklich Training, wenn man das Ranked spielt. Ähnlich wie auch in MOBA. Und wenn ich halt einfach nur ein bisschen labern will, wie der Tag so war, und währenddessen ein paar Gegner über den Haufen schießen, das ist der perfekte... Das hat mir witzigerweise mit Julius über das auch so unterhalten, dass ich zum Beispiel bei Mass Effect 3 den Multiplayer immer benutzt habe, so als Ausrede, um mit meinem Bruder zusammen darüber zu reden, was uns in der Singleplayer-Kampagne passiert ist. So ein Chat-Programm mit eingebautem Schieß mich durch. Ja, das ist ja, aber wenn man so wirklich hochkonzentriert Multiplayer spielt, dann kann man ja auch oft nicht quatschen, beziehungsweise da nervt es einen. Ja. Es gibt auch diese Leute, die so voll die Tunnelblick-Spieler sind, mit denen man gar nicht reden kann, während sie halt zocken. Und bei Uncharted ging mir das genauso. Das hat auch, Uncharted 4 hat auch niemand wegen Multiplayer gekauft. Das hat mir so eine Laune gemacht, da so Indiana Jones-mäßig rumzulaufen, Kills zu sammeln. Man ist auch im Prinzip direkt gut. Weil es halt so casual ist, weil die ganzen guten Spieler sich natürlich in anderen Spielen tummeln. Das heißt, es bleiben nur Naps übrig. Aber das heißt, wenn man halt eine Weile da am Ball bleibt, dann kann man wirklich zur Weltspitze gehören. Ja. Einfach nur aus Mangel an richtig guten anderen. Das ist es ja. Du kannst in jeder Klasse der Beste sein, solange du dir nur eine Klasse suchst, die so schlecht ist, dass du mit deinen Fähigkeiten nicht underperformst. Ah, see your plan. Ja. Das heißt, übernächstes Jahr Mass Effect, Multiplayer, E-Sport, erste Liga. Erste und einzige Liga mit dem ersten und einzigen Team. Sehr gut.